So, damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier im Livestream. Das Ganze heißt Bang. Und wer das Spiel noch nicht kennt, sollte das Ganze mal bei den Peets nachschauen. Das ist ein ziemlich lustiges Spiel. Wir haben gerade eine Proberunde gemacht und wir hoffen, dass die jetzige nicht so schnell geht. Nicht so schnell. Etwas schneller geht als die vorherige. Genau. So. 5 Stunden später. Ihr seht jetzt hier, was ich... Alter, Con ist schon wieder. Ich könnte noch mal ein bisschen tauschen. Ey, Con, aber dieses Mal bitte nicht mich angreifen. Nee, mich nicht. Ich bin der Abonnent. Es kommt drauf an, was du für Schutzgeld bezahlst. Hier, ein Leben. Wow. Also, fangen wir da an. Mit einem Helden. Genau, ich hab dir gemischt. Ey, Jason, gib mal deine. Warte mal. Das habe ich nicht richtig gemacht. Nicht nochmal mischen. Machen. Wer hat die Größe? Alter! Bin ich blöd? Ja. Wer hat die Größe gemacht? So, da. Was mache ich denn? Oh Gott. Darf ich jetzt ziehen oder hat er jetzt. Ah, jeder hat eine. Das ist so ein random Mist. Yay. Yeah. Ich hab den gleichen wie vorhin. Ich auch. Ist das normal? Nicht? Yeah, ich hab baby. Den Braminator. Wieso kann ich die nicht ziehen? Ich kann die nicht ziehen. Ah, jetzt. Ah. Lol, was? Das ist wahrscheinlich ein Leck. Wie macht man die kleiner? Rechtsklick, Scale. Aber du kannst ja keine Englisch, ne? Scale. Down. Mal sehen, ob ich diesmal die Fähigkeit von dem Felsen benutzen kann. So, wer ist jetzt mein Kumpel? Gaming Potatoes ist. Wieso kann ich die Karte nicht bewegen? Weil du disconnected bist. Warum? Nicht mehr im Spiel. Was? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Und dann, das mitten in der Aufnahme. Was für Profis, ey. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Timeout Steam Client. Oh, meine Karte ist an sich richtig gut. Habt ihr noch gesehen, wie ich die Karte gezogen habe? Ja, die ist sogar kleiner geworden noch. Die ist noch kleiner geworden und dann bist du weg. Oh. Hat Graf Daruka. Nicht schlecht. Graf Daruka. Er ist nicht schlecht. Schön. Ich könnte jetzt sogar theoretisch 15 Leben haben. Wow. So. Wait. So, damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar das Ganze heißt Bang in der Pete's Meat Edition. Wer das ganze Spiel noch nicht kennt, es ist jetzt ein bisschen lang zu erklären, vielleicht machen wir das mal in der zweiten Folge, dass wir das Spiel erklären. Ansonsten schaut es einfach mal bei den Pete's an, ist ziemlich, ziemlich lustig das Spiel. Wir haben gerade schon ein Probespiel gemacht und wir starten jetzt in die zweite Runde, und ich sehe schon, einige haben das Doppelte. Einige haben das... Du hast schon wieder den Flammenhaus. Und der hat schon wieder Peter. Ja, das ist crazy. Oh. Ja gut, mal sehen, ob ich diesmal Peter auch einsetzen kann. Aber Con hat jetzt einen richtig guten Charakter. Ich hab Braminator. Mit 3 Maximalleben. Boah. Oh. Ja, dafür ist er stark. Ja, es gibt keine Blockkarten für mich. Also... Wie, was? Was? Wenn ich angreife, kann man nicht blocken. Deine normalen Angriffkarten können nicht mit Block abgewehrt werden, ja. Ja, da hoffe ich, dass er mal der Abonnent ist. Nein, ich bin dein Abonnent. Juli hat halt echt geile Haterkarte. Was hab ich? Juli hätte einen echt geilen Haterheld. Ja. Weil alles, was auch nur anders ist, in Richtung Angriff geht, neue Karte ziehen. Ja, das stimmt. Wow. Ja. Lohnt halt aggressive Spielweise richtig. Mhm. Also, ich zeig's noch mal kurz. Die Rolle. Jeder bekommt eine Rolle. Das bin ich. Ich hab nicht einen Lebenscoin in der Hand. Alter, mach den doch nicht. Tut mir leid, ich brauch noch. Hä, wieso fängt jetzt Jason an zu ziehen? Weil das vollkommen Wurst ist. Es ist sowieso random. Von mir aus. Hauptsache, wir machen hier nicht. Ich will mal nicht. Genau. Oh, also ich bin auch random. 4 Leben. Jason auch 4. Ja. Nico 3. Boah, Con bekommt sogar 6. 6? Wieso 6? Du
5 plus 1. Weil du 5 plus 1 hast. So, jo. Nicht schon wieder Team Pissfit, das glaube ich nicht, ey. Ja. Aber das ist gut. Okay, Yoshi, können wir jetzt endlich zusammenarbeiten. Tschüss. Ja. Hättest du wohl gern. Dann zieh... Warte, dann Deal... Ja, Nico, grün, du bist eh wieder der YouTube-Manager. 3, 4... Denkst du wohl. Weiß 3... Gelb 6... 6 und Orange 5. So. Ich leg... Halt, Moment. Ich leg den wieder hier hin. Und dann würde ich sagen, fängt Con an. Jo, lass mich mal kurz gucken. Was hab ich denn? Ach du Scheiße. So, dann als erstes mal das E-Bike. Bom, 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 bom. Zwei Karten ziehen, ja. Ja, stimmt. Bin dabei. Bin dabei. So, dann als nächstes. Nee, noch nicht. Da ist er. Oh. Meine kleine Sammy. So ist wie cool. Die hier. Lei. Das wirst du ziehen nehmen. Ja. Und sieben Karten, die du haben darfst. Nein. Genau. Nein, nein. Doch. Das geht nicht. Er kann sich nicht noch mehr hochheilen. Doch, kann wegen seiner Karte darf er. Liest du mal? Meine Güte! Er ist Dr. J, er kann alles, er kann so viel Leben haben, wie er will. Okay. Und ich beende meinen Zug damit. Das ist natürlich vorteilhaft. Wow. Vor allem für seine Rolle, ja. Ja. So, wer ist jetzt mein Kollege eigentlich? Also die armen Hater in dieser Runde, die werden es richtig... Dein Kollege? Jason, was meinst du mit deinem Kollege? Dein Hater-Kollege. Ja, mein Hater-Kollege. Dein Hater-Kollege? Ja, wer ist denn das? Als ob der sich jetzt so offen verrät. Ja. Ja, wir wollten letzte die Runde erzählen. Also, auch voll mach. Vielleicht ist es auch eine Taktik vom YouTube-Manager. Ja, genau. Moment, hä? Der hat jetzt was? Einen blauen Panzer gespielt. Ich ja. habe einen blauen Panzer gespielt. Con ist definitiv der mit dem meisten Leben. Ja. Ja. Ah. Das alle seine Ausrüstungskarten sind weg. Oh, okay. Okay, das heißt, Rhythm ist mein Kollege. Alles klar. Ich wieder bei 1. Wir machen das, Yannick. Machen das. So, dann einen Gangbang. Mal gucken, wer was hat. Boah. Okay, dann machen wir das vielleicht doch nicht. Ich werde schon leben. Nice. Ist Yannick der YouTube-Manager? Weil er jeden angreift. Auf. Witz von Jay auf Con. Boah. Boah. Ach okay. Hast du Noise Cancelling Kopfhörer? Es gibt doch bestimmt einen Weltraumporno, der heißt Instellar. Och nee, nee, kann ich nicht abwehren. Dann ein Coin weg. Nur vorübergehend. Noch ein Angriff auf dich, Con. Ich glaube, das ist recht offensichtlich, was Janik ist. Besser in der Hand kann ich nichts anderes machen. Tut mir leid. Ich glaube, das ist das einzig Richtige bei deiner Rolle. Okay, der nächste. Also, ich habe eine Waffe. Wie viel machen das? Oh, shit. Ich habe ein Vehikel. Gute Nacht, Yoshi. Ach nee, Moment, ich muss erst mal ziehen. Ich dacke. Was? Yes, yes? Das hat er schon vor 5 Minuten geschrieben. Aber okay. Gut. Weiß ich nicht, ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, ja. Weil ich eher weniger auf den Stream gucke, um nicht auszufällen zu spähen, was Juli da für ein Ding hat. Kannst du ja fast. Ich hab. Ja ich hab. So, da musst du dich aber jetzt entscheiden. Ich hab im Chat den Pop-Up-Fenster offen. Also separat nochmal. Kannst dich nur für einen Effekt entscheiden. Und nur beim Aktivieren der Karte. Richtig. Ich nehme plus 1 Reichweite. Okay, er nimmt Reichweite. Alles klar.
Boah, wie viel er schon hat, ey. Dann bist du jetzt. Ja. Ja, Moment. Reichweite. Halt, ein Truck und ein Sniper, das ist schon sehr gut. Und ein Angriff auf Random. Okay, ich würfel und warte, was hat meine Karte? 1 oder 6. Also, kein Schaden. Wird auch, okay. Ja, nein. Trotzdem kein Schaden. Ja, gut. Jason. Alles klar. Dann spiele ich erstmal. 2 Karten ziehen. Ja, stimmt. Ich seh jetzt auch, das Lustige ist, ich sehe jetzt alle Pfeile von euch allen. Ja. Ach ja, stimmt, ich sehe jetzt auch deine. Und der Fehler ist weg. Ja. Ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Der kommt ja gar nicht mehr. Seit Gaming Potato ist Kolloglirin ist nichts mehr. Ja. Wir müssen noch die. Ich muss noch 4 Port, 3 Ports freigeben. Ich schreibe mir das kurz auf. Habt ihr alle anderen alle Ports freigegeben bei euch? Ich glaube nicht. Ich habe nichts eingestellt. Also. Blöde Frage. Okay, dann spiele ich. Ja. Ja, ja, ich glaube, das liegt bei mir an Kaspersky, der blockiert alles. Das kann sein. Diese Ding, diese Fähigkeit von Peter, wenn die nicht erfolgreich ist, kann ich dann noch blocken oder muss ich entscheiden, ob ich die Fähigkeit oder den Block einsetze? Ich glaube, den kannst du noch immer blocken. Ja. Wahrscheinlich. Glaube ich auch. Also theoretisch erst würfeln und dann gucken, ob es erfolgreich ist, und wenn nicht, kann ich immer noch die Fähigkeit blocken. Ja. Ich glaube, ja. Jason? Ja. Ich bin dran. Ja, du musst. Ja, ich überlege, was jetzt am schlausten ist, aber ich glaube. Das ist einfach Peters Karre. Ja, deswegen eine Distanz und eine Reichweite. Und Emma. 2. Das heißt, ich kann Con angreifen. Das mache ich auch direkt. Okay, ich glaube, es ist offensichtlich. Ja, wir zwei sind zusammen, glaube ich. Er ist mein bester Freund. Ich hab 3 Dings. Con, nicht mich angreifen, ich bin dein Freund. Nächster. Er ist nicht dein Freund, er ist YouTube Manager. Ja. Ich bin YouTube Manager. Hast du eigentlich eine Klatsche? Ja, du bist der Hater. Dann ist Nico schon wieder YouTube Manager. Ja, er ist Hater. Okay. Nicht wegwerfen, die kommt hier in der Mitte auf. Also, ich nehme erstmal die Machete. Und kneife den Korn an. Ja. Echt jetzt? Und wir einfach mal das nicht. E-Bike. Und übrigens ein Witz von Jay für dich. Korn. Nicht schon wieder. Und beende meinen Zug damit. Das könnte ein recht schnelles Spiel werden. Nico, du musst als Manager erst die Hater killen. Wer hat denn gesagt, dass ich Manager bin? Also, egal, wenn Team Pizza mit tot ist, dann haben die Hater gewonnen. Ich glaube, das ist egal, was der Manager mal macht. Der Manager muss halt gucken, dass er als erstes die. Aber wer Manager ist. Das wissen wir nicht. Alle genau. Diese Frage weiß nur der Manager. Vor allem bin ich der Abonnent, also. Ja, der Abonnent greift die dann, klar. So, Hat ja keine Wahl. Ja, ja. Mein lieber Nico. Ja. Flaschenwitz. Das bringt aber ganz schön oft schlechte Witze, ey. Ja. Ja, Nico. Ja, mein Angriff kann noch nicht abgewehrt werden. Okay. Aber ganz im Ernst, für solche Witze ist ja eigentlich eher Sarah haben können. Boah, eigentlich. Der ist mittlerweile so irrelevant geworden. Ja. Ja, aber was der damals teilweise für Sprüche abgelassen hat in Let's Plays mit Gronkh zusammen. Jay seine ist ein schlechter. Wer ist schlechter? Jay seine. Hä? Ich bin guter. Con, bist du fertig? Ja, ich bin hier. Meine Güte. Leute können. Ja, ganz im Ernst, du hast mir vorhin so viel Leben abgezogen, dann wirst du auch die paar Minuten warten können.
hab die 1 abgezogen. Con, ich möchte bitte diese Karte von dir. Fuck. Au. Au. Und dann werde ich es auch gleich mal benutzen. Anyway, hopp hopp. Like. Boah. Really? Gibt's nicht? Alter, der macht uns alle platt gerade. Ja, ich bin schon raus. Oh. Ja. Oh, stimmt. Fuck. Angriff auf Korn. Du ja, bist schon draußen. Nico? Was war Nico? Was war ja. Nico? Ja. Och, Alter. Wollt ihr das wissen? Ja. Wollt ihr das wissen? Natürlich. Ja, natürlich. Ich weiß, was du bist. Was denn? Was denkst du? Glaubst du? Ja. Mhm. Nö. Oh. Oh, verdammt. Dann kriegst du 3 Karten. Also derjenige, den getötet hat. Ja, okay, der Angriff auf Colton ging trotzdem weiter. Ja, okay, er hat schon Leben mehr. Ja. Meine Karten kann ich jetzt eigentlich auf den Haufen hier werfen, oder? Ja, musst du sogar. Okay. Gut, dann noch ein Angriff auf Colton. Du kannst doch nur einmal die Karte spielen. Sorry, dann nehme ich halt die Karte hier. Oh, fick dich, Alter. Triff 1 Reichweite. Okay. Okay, ich beende. Der nächste. Okay, Juli ist dran. Okay. Hä? Was? Ach so. Jetzt betreibt er wieder nicht hier den Coin. Nö. Wenn sie auch in der echten Welt so halten würden. Ja. Hör auf! Ich greif Yannick an. Ich würfe. Ach so, scheiße, der kann ja würfeln. Okay, oh. Ich nehme einen Schaden. Okay. Ich spiele das. Ja, du greifst dich nochmal an, lass mich raten. Ja, das ist... Geil. Und bin fertig. Okay. Achso, ich bin. wer sonst? Ich war schon so lange nicht mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Ach, boah, so lauter Scheißkarten, ey, aber ich kann nichts machen. Ich glaube, so viel Leben hat man noch nie abgezogen. Ja. Wie gesagt, bei den Karten, wo ich da auf der Hand hatte, blieb nichts anderes übrig als volle Offensive. Ja, dann Jason, bitte kommen, sie sind dran. Ich bin ja dran. Boah. Und vorhin beschwert er sich noch, dass wir so langsam sind. Hab ich nicht. Random, du hast sicher einen Angriff und einen Block. Falsch. Fuck. Dann passiert nichts. Gut. Also er kann nicht blocken, das ist eine gute Info. Die ja, Info hattest du schon, als mich Juli 2-mal angegriffen hat. Dann spiele ich Hard Reset. Okay, meine Nein, Waffe warum? Weg. Guck mal meine Karten an, du Dackel. Deswegen Was? Hat er es wahrscheinlich gemacht. Ja. Dann ich glaube, wir müssen die Hard Reset-Karten rausnehmen. Die sind echt OP, irgendwie. Aber gut, es freut mich. Dann kann ich jetzt immerhin ein Vehicle ausrüsten. Boah. Ich muss. Darf nicht vergessen. Das ist Reichweite. Dann kommt das hier. Dann habe ich noch einen Unterstützer. Er gibt mir 3 Reichweite. Und ich bin fertig. Nico ist. Ah, der ist ja schon tot. Ja. Dann ist komm. Nico schon aufgehalten? Nö, ich bin hier. Gut, dann greife ich direkt mal meinen lieben Nachbarn zur Linken an. Oh. Ja, der Würfel bitte. Den YouTube-Manager. Oh, schade. Nice. Er ist einfach zu stark.
Ich beende meinen Zug. Ich hab meinen Mikkel nicht mehr. Oh. Oh. Mhm. Immerhin, er muss jetzt auf 3 Karten runter, egal was passiert. Das stimmt. Aber das heißt, er kann jetzt theoretisch 3-mal angreifen. Ja. Nein, hey, nein. Ein Hasskommentar gegen Con. Oh. Oh, das ist fies. Hast du einen Block, Con? Ja. Du möchtest blocken? Moment, ja. Janik, nochmal bloß kurz halt sich, wenn du YouTube-Manager bist und du schaltest Con jetzt aus, haben die Hater gewonnen. Na klar. Okay, gut. Ich glaube, das war's. Dann ein Angriff gegen Con. Oh. Und ein Battle for One gegen Con. Ein Angriff dazu. Schade, dann verliere ich ein Coin. Warte mal, Battle for One geht gegen Achso, hast du ja gemacht. Okay. Lol, der hat gar keine Karten mehr. Juli, auch wenn du Hater bist, du musst ihm jetzt helfen. Das haben wir verloren. Ja, gut, mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss beenden. Okay. Wenn random der andere Hater ist. Kein Hater. Dann verliert er aber trotzdem. Ich weiß es wohl ein paar. Erstmal ziehst du bitte 2 Karten, weil du bist dran. Ja. Kannst du weiter überlegen, was du magst. Lei. Wobei. Trotzdem nur ein Reichweite dazu bekommen. Ich meine, ein Distanz. Reichweite kriegst du nicht dazu, weil das wird durch die Markierte wieder. Er will mich ja ausschalten, weil er plus 2 plus 1 Angriff kriegt. Oh, okay. Ja, ich bin fertig. Lei. Dann legst du jetzt alles an mir. Viel spannender. Nicht, ey. Auf diese Art und Weise. Du hast, ja. Halt, du hast halt vorher bin als fertig. Abonnent überhaupt nichts machen können. Ja. Con ist dran. Was hast du gemacht? Achso, die Waffe. Well, gezogen, eine ausgerüstet und mehr kann ich nicht machen. Was? Oh. Nachschub. Chips. Hm. Sehen aber lecker aus. Sind die dick? So, sehr schön. Nice. Und dann nehme ich noch meinen Twitter-Post gegen. Alter, was okay. Da bei Jason alles dran steht. Jason ist protected und ich habe eine Bad Connection. Mhm. Was? Das heißt, dann ist jetzt der nächste dran, ja? An wen sitzt du es an? An mich. Ja, wie wohl? Achso, dann geht nur an ihn oder an Jason. Ja, an wen macht es am meisten Sinn? Das heißt, wenn du jetzt aussitzt, dann kannst du es direkt wieder weglegen, weil nächste Runde bist du wieder dran. Richtig. Gut. Das heißt, du bist dann dran, wenn Con jetzt nichts weiter mehr machen will. Du meinst, wenn Juli nichts weitermachen will? Ich habe. Ich halt nicht. Passt. Ich habe. Ne. Ich habe. Ne. So, der. Ne. Das. Alter, ich krieg nur Scheiße, das ist unfassbar. Und was für eine Rolle bist du? Scheiße. Habe ich hier 3 Reichweite. So viel brauche ich gar nicht. Aber das hier. Oh Gott. Dann schmeiß ich den Scheiß hier weg. Und spiel das hier auf random. Ja. Und sag, du hast Angriff und Block. Falsch. Ja. Fick die Karte, ey, ich bin fertig. Du sagst immer Angriff und Block. Ja gut. Das sind wahrscheinlich die einzigen Karten, die man mit ihnen auswendig spielt. Ja gut. Wir sind ganz unten, alle.
So, sehr schön. Ich nehme jetzt erstmal die Merch-Shop-Karte. Oh. Oh, nice. Nice. Boah, dann bin ich als letzter drin. Müssen wir da trotzdem überrascht. 5 aufdecken? Wo sind die nee, 4. Nee, so viel wie lebende Spieler steht drauf. So. Ah, okay. Wow. So, was möchte ich haben? Erstmal, was möchte ich haben? Ja. Stimmt. Ich kriege nur die Überreste und kann nicht gleich wegziehen. Ja, komm, das ist ja was einfach scheiße für dich. Ja, dann ganz einfach. Dann nehme ich mir noch die Armbrust und dann bin ich soweit auch erstmal fett. Ja, ist egal, wer von den beiden welchen Angriff nimmt. Nice. So, also bin gut ausgerüstet, Con, echt. 1. Moment, was macht die Karte? Ja, muss mal genau gucken. Oh. Okay, Product Placement. Wo ist denn der Würfel? Wo ist, ja, wo ist der? Wer hat den Würfel gegessen? Ich hab ihn nicht. Da. Da. Was war das jetzt? Ja. Darf nicht würfeln! Ja, ist egal, ich darf 3 Karten ziehen. Beide Ergebnisse waren über den. Ja, warte mal, bitte. Ich die was, warum? Ja, stimmt. Nur wenn 1 oder 2 ist. Ach ja, stimmt, ich habe ja vorhin eine 2 gewürfelt. Genau. Nice. Wobei nicht so nice. Con ist kaputt. Nee, noch nicht. Und 2 weitere Karten. Boah. Wieso kriegt er 2 weitere Karten? Wegen dem E-Bike. Ja, meine ich doch. Oh. Alter, Con, weißt du, wie viel. Random, weißt du, wie viele Karten du ablegen musst? Battle for One auf Con. Con, hast du einen Angriff? Nö. Dann bist du tot. Das war's mit dem Spiel. Boah, oder? Ey, das ist echt scheiße. Du kannst ihn blocken, oder nicht? Nee, er kann nur durch mit Angriff so. Gegen spielen. Okay, ja. Block ist gilt vorbei. Nicht. Ist vorbei. Hä? Wer war was? Ja, das war offensichtlich, wer was war. Hast du jetzt als Hater gewonnen? Ja, ich habe als Hater gewonnen. Hat als Hater gewonnen, er hat den Dings zerstört. Ist das seine einzigste Aufgabe? Ja, natürlich. Ja. Meine Aufgabe ist es, sehen, Pizza zu vernichten, das war's. Gut, das war eine schnelle Runde, nicht Bing, sondern Bang. Bang. Bing. Bing, Bing, Bong. Ja, wenn es für euch noch ein bisschen verwirrend war, dann schaltet doch bei der nächsten Folge nochmal ein. Und, oh da Gott, das will. Definitiv alles erklären. Genau. Und wir werden es nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Ciao.